Ich bin's wieder, eure Lana. Heute mal zur Klarstellung. Ganz, ganz wichtig. Ich muss erst mal einschnaufen und wieder ausschnaufen, um loszulegen. Was bringt mich so in Aufruhr? Und zwar ist es ein Irrglaube, der mir total auf die Nerven geht. Und zwar verwechseln viele Leute, dass Sportlernahrung und gesunde Nahrung zwei unterschiedliche Sachen sind, ja? Die haben viele Parallelen, aber grundsätzlich ist es nicht das Gleiche. Ja, also dieses ganze Clean Eating und super, super gut und zurzeit sind alle im Fitnesswahn und alle schauen auf ihren Eiweißkonsum und es ist das wichtigste Makro, was es gibt. Nein, Leute, wirklich nicht. Es ist die Kombination. So, zum Punkt 1, nicht, dass ich durcheinander komme. Die Parallelen. Was sind die Parallelen? Also zwischen gesunder Ernährung und Sportlerernährung, was ist gleich? Gleich ist zum Beispiel, dass man sehr, sehr viele sehr, sehr viel Gemüse und Grünzeug versucht zu sich zu nehmen. Ja, der Sportler natürlich, weil er sonst nur Eiweiß konsumieren würde, weil er darf ja keine Kohlenhydrate meistens essen. Und bei der gesunden Ernährung versucht man ja ganz, ganz viele gesunde Nährstoffe einfach dem Körper zuzuführen, ganz viel Grünes auch, Blattgrün zu essen. Nur mal zum Vergleich, was ist der Sportler normalerweise? Der Sportler isst Standard-Sportlernahrung, Hühnchen mit Brokkoli und Reis. Also ich rede jetzt nur verglichen von wirklich Sportler-Bodybuilder-Ernährung und gesunder Ernährung. Es gibt natürlich ganz viele Sportler, die sich zum Beispiel auch vegan ernähren, die dann anders auf ihren Proteinbedarf kommen. Die meine ich damit nicht. Ich rede jetzt nur von der Standard-Sportler-Ernährung im Vergleich zur gesunden Ernährung. So, der hat also jetzt sein Hühnchengericht mit ein bisschen Reis und mit Brokkoli oder Spinat, ja? Wogegen auch nicht spricht, aber die gesunde Ernährung sagt eben zum Beispiel auch, dass man Fette aufnehmen soll. Das hat der Sportler in seiner Nahrung jetzt gar nicht. Der hat jetzt das Hühnchen, das ist eine Proteinquelle. Der hat den Reis, das ist eine Kohlenhydratquelle. Und er hat noch was Grünes dabei, Brokkoli zum Beispiel oder Spinat. So, das ist dann für die Mikronährstoffe, das ist quasi nochmal was Gesundes dazu, um die Vitamine aufzunehmen. Aber er hat gar keine Fette dabei, Leute. Und Fette sind so wichtig, vor allem für uns Mädels. Also der Unterschied zwischen einer Sportlernahrung und einer gesunden Nahrung ist eben, dass die gesunde Nahrung besagt, dass man eben vielseitig essen soll. Nicht zu viel Eiweiß, nicht zu viel Kohlenhydrate, nicht zu viel Fett, aber auch nicht zu wenig. Und bei der Sportlernahrung ist halt das Verhältnis einfach nicht ausgewogen. Also sehr, sehr viel Protein, sehr eiweißlastig, ja. Dann hat man sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, um den Körper wirklich auch lean zu halten, ja, um wirklich alle Muskeln zu sehen, weil natürlich Kohlenhydrate immer Wasser speichern. So, und dann hat man für meine Verhältnisse viel zu wenig Gemüse und fast gar kein Obst, weil Obst sind ja wieder Kohlenhydrate, ja, und davor hat ja jeder Angst, beziehungsweise dürfen die einen Apfel am Tag essen. Was ist das? So macht doch das Leben keinen Spaß, Leute. Ein Apfel am Tag, hallo? Geht's noch? So, was ich sagen will, verwechselt bitte nicht die gesunde Nahrung und die Sportlernahrung. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wirklich wahr. Die gesunde Nahrung hat sehr, sehr viel Gemüse, Obst, sprich, das sind dann auch wieder Kohlenhydrate im Endeffekt, sehr, sehr viele Nährstoffe. Und dann als nächstes auch ein gutes Verhältnis und viel mehr Kohlenhydrate als jetzt der Sportler normalerweise, im Normalfall. Ich rede immer vom Normalfall hat. Und hat auch Fette, das hat der Sportler überhaupt nicht. Und hat einen gemäßigten Eiweißkonsum, also nicht wirklich zu viel. Im Übrigen, zu viel Eiweiß ist nicht gut. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, schreibt es mir mal in die Kommentare, dann mache ich ein Video, die Nachteile von zu viel Eiweiß. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele auf lange Sicht gesehen. Also darum soll es aber heute nicht gehen. Unterschied Sportlernahrung, gesunde Nahrung ist wirklich im Wesentlichen. Der Sportler hat kein Fett und hat zu viel Protein und wenig Kohlenhydrate. Die gesunde Nahrung hat viel mehr Kohlenhydrate in Form von natürlich Getreide, aber auch Obst und Gemüse, vor allem auch Obst, ja, hat auch Fette und hat nicht ganz so viel Protein, sondern gemäßigt im Verhältnis zum Körpergewicht.
Ja, das sind so die zwei Dinge. Leute, vertauscht es bitte nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir sind für die gesunde Ernährung, nicht für die Sportler-Eiweiß. Wir sind doch keine Extrem-Kraftsportler oder bereitet ihr euch auf einen Wettkampf vor? Also ich habe nichts dagegen, wenn man das mal eine Zeit lang macht. Habe ich selber alles schon ausprobiert. Hier Low Carb, Low Fat, High Carb, Low Calorie, Paleo Diät, was weiß ich. Ihr wisst Bescheid. Ich bin durch alles durchgegangen. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht in meinem Leben ausprobiert habe. Deswegen habe ich jetzt für mich, also das Fazit aus diesen ganzen Diäten ist für mich einfach die gesunde Ernährung, weil wir bereiten uns nicht, Leute, auf ein Wettkampf vor oder wollt ihr Bodybuilder werden? Ja, wollt ihr das werden? Okay, dann verstehe ich das, dass man das eine Zeit lang macht. Aber auf lange Sicht gesehen wollen wir doch gesund sein, fit sein und so weiter. Und Leute, da braucht es eben auch genügend Kohlenhydrate, genügend Fette und nicht so viel Eiweiß, das, was der Körper gar nicht verarbeiten kann. Leute, ich hoffe, dieses Statement von mir hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abo dalassen nicht vergessen. In dem Sinne, Leute, ernährt euch gesund. Wir bleiben bei der gesunden Ernährung. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao, eure Lana.